Yippie, meine Schwanebacken, und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Bruce Willis zockt Battlefield 3. Es hat jetzt eine Weile gedauert, aber hier geht's endlich weiter. In der letzten Folge habe ich ja ziemlich verkackt. Und ja, ich spiele jetzt auf einfach weil ich da schneller durchkommen möchte. So, ich muss mich erstmal in die Steuerung wieder einfinden. So, warte mal. Fuck. Ich hatte den eigentlich messern. Ach, F. Mit dem F-Muskel. Komm her, du Sau. Ich hoffe auch, der Sound stimmt. Ich weiß nicht, jetzt. Ich glaube, das Spiel ist etwas leise. Kann ich aber so jetzt gerade nicht sagen. Tut mir echt leid. Wird aber dann in der nächsten Folge sicher auch besser sein. Na dann, holy shit. Was haben wir denn als Zweitwaffe? Ach du Scheiße. Oh Mann. Heilige Scheiße, er nimmt doch die Bude nicht so auseinander. Die war eigentlich ziemlich schön. Das gefällt mir ja so gar nicht so. Ich habe meinen Controller noch eingesteckt. Das ist schlecht, weil der nämlich funktioniert. Weil der vibriert. Out. Na, wo kommt ihr denn eigentlich alle her, verdammt? Wie viele gibt's von euch? Das war eine Granate. Wo ist die gelandet? Ich hoffe nicht in meiner Nähe. Hier, Fang. Das ist ein Geschenk für dich. Er hat sich darüber gefreut, so wie es aussieht. Ich will mal die Knarre hier mitnehmen. Hm, das ist doch mal hübsch. Moment mal. Are you serious? Achso, nee, ich dachte, das ist ein 50er BMG. Das ist aber nicht. Verdammt, wo ist jetzt die. Hier ist die G-Dingsbums da hin. So. Ach du Scheiße. Meine Deckung verabschiedet sich lang. Hallo? Was soll das denn? Nein, 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 nein. Heilige Scheiße. Nein, 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 ich hab dich genau gesehen. Und das machst du nicht noch einmal. Naja, in erster Linie, weil du tot bist. Haben wir es jetzt geschafft? Natürlich. Kugelsicheres Geländer. Wer hätte es gedacht? Ich hoffe echt, dass der Sound nicht zu leise ist. Von dem Spiel. Aber ich glaube irgendwie fast, dass er das ist. Ich werde ihn jetzt etwas lauter machen. Ja, ich hoffe, das stimmt jetzt so. Ansonsten, naja, in der nächsten Folge viel besser. Haben wir es geschafft? Ah ja. Warte mal. Hab ich überhaupt den Tier leise gern? Warum ist das? Nein, 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 nein. So muss das. Ah, besser. So. Na dann. Wir suchen nach Hinweisen auf Al-Bashir. Findet sie. Grabt alles um. Ihr da übernehmt den Keller. Wir durchsuchen den übrigen Teil. Verstanden. Blackburn, komm schon! Ja, ich komme. Warum nennst du mich immer Blackburn? Verdammt, mein Name ist Bruce! Mach mal auf hier. Hey! Was haben die denn hier bitte für Banknoten? Das ist ein fucking A4-Papier, ja? Holy shit. It's my ernsthaft, Dice. Was ist das denn für eine Proportion? Naja, egal. Wir weitergehen. Niemand hat irgendwas gesehen. Warte mal, war hier nicht irgendwie ein Lift oder so? Da gab es doch irgend so ein Ding zum Aufheben. Guckt jemand? Okay, niemand guckt. Wir nehmen uns scheinbar mal ein bisschen was davon weg. Ja, merkt ihr keiner.
Er sagt sogar gut gemacht. Komm schon, Black, Bewegung. Ich bin doch hier. Ah, okay. Pass mal auf, ich zeig dir mal, wie man das macht. Erstmal hier und dann. So. Ich höre da unten was. Ja, ich auch. Und ich werde das gleich eliminieren, was sich da unten bewegt. Ich bin sowas ähnliches wie Spider-Man. Nur habe ich Knarren. Und eine coolere Stimme. Und trage nicht so ein Pyjama. Hey, langsam, Mann, langsam. Da kannst du auch nicht als. Warum mache ich so kleine Sprünge hier? Aber natürlich, mein Freund. So viel zu bereit halten. EPA, Schweinebacke. So macht man das. Oh, scheiße. Hier, fang. Baseball. Kobe. Du hast dich soeben gerade in Wohlgefallen aufgelöst, Arschloch. Was hockst du denn da? Oh, das ist eine schlechte Idee. Holy shit. Das Geld wird mich beschützen. Na, ich denk's mal. Weißt du, wenn hier nicht die ganze Scheiße so rumleuchten würde, dann würde ich auch mehr sehen, verdammte Scheiße. Natürlich, natürlich, natürlich hast du keine Munition mehr. Leg dich hin, verdammte Scheiße. Warum ist das hier so dunkel? Habe ich eine Taschenlampe oder sowas? Natürlich nicht. Diese Lichter, ist ein bisschen ätzend, aber nur so ein kleines bisschen. Hi. Na, liegst du bequem? Ach, wir gehen also hier rein. Na dann. Glaubst du, Al-Bashir ist da drin? Keine Ahnung. Warum sollte er da drin sein? Es ist ein fucking Geldtresor. Warum sollte da jemand drin sein? Aber naja, wir können es natürlich versuchen. Oh shit. Sag doch vorher Bescheid. Gesichert, gesichert! Was ist das? Gesichert! Riechst du das? Rauch. Kordit. Rauch. Kordit. Wir müssen die Tür aufkriegen. Scheiße, ist die schwer! Ist ja auch eine Panzertür, du Pfeife. Diese Logik wieder. Was macht der da überhaupt? Heilige Scheiße, das ist eine Goldmine. Das ist ein Operationsraum. Was machst du da? Nein, wollten sie zerstören. Nein, kommt doch. Alles noch da. Packt alles ein und nehmt's mit. Oh Scheiße, hier gibt's Karten von Paris, New York. Und auf einem Zugfahrplan steht 6.02 Uhr. Heilige Scheiße. Komm hier rüber. Na dann, steh ich mich mal hier hin. Findest du die Idee gut? Natürlich. Oh, Scheiße. Weißt du, was das ist ein Dyson-Staubsauger. Nuklear. Bomben, russische. Lösen nur noch eine. Da ist noch Platz für zwei. Wo zum Teufel sind die anderen beiden? Hey, das müsst ihr euch ansehen. Nuklearbomben. Das ist Al-Bashir. Wer ist der andere? Keine Ahnung. Sie kommen runter. Wir müssen die Bombe sichern und uns verpissen. Was ist mit den Infos? Nein, keine Zeit. Schnappen wir uns die Bombe und dann weg. Das ganze Gebäude stürzt gleich ein. Hier, Misfit, ich würde mal sagen, die Kacke fängt gleich an zu dampfen. Misfit, wir haben scheinbar eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Break. Es könnte noch mehr geben. Misfit 1-3, Kontakt bricht ab. Hast du Massenvernichtungswaffe gesagt? Kein gutes Zeichen. Ach,
dann sei. Die Erde bebt, kein gutes Zeichen. Na nü. Mission genossen. Okay. Ja, meine Freunde, hier seht ihr einen formschönen, wunderschönen gestalteten Ladebildschirm. Wie viele tragbare Atombomben haben Sie dort gesehen? Eine. Also eine. Nur eine, aber Platz für drei. Nur weil ich nachts Lichter sehe, heißt das nicht, dass es sich um ein scheiß UFO handelt. Wir glaubten, dass es mal drei waren. Und ich glaube, dass Elvis noch lebt. Ich kaufe aber trotzdem keine Konzertkarten. Was ist mit den anderen Bomben? Ja, eine ist schon hier. Dann wissen Sie also nichts von Paris? Was? Sie haben verstanden. Wer hat was nicht verhindert? Meinen Sie ihn? Er war früher russischer Spetsnaz, Wimpeleinheit. Dmitri Dima Majakowski. Genau der Typ von Soldat, der nicht zufällig irgendwo auftaucht. Wir wissen, dass Sie ihn kennen. Wir sind uns begegnet. Wollen Sie damit irgendwas andeuten? Wir glauben, Sie wissen, warum er in Paris war. Wenn Sie mir erzählen, was in Paris passiert ist, sage ich es Ihnen. Wir wissen nicht viel mehr als Sie. Der Einzige, der weiß, was wirklich in Paris passierte, ist Dima. Na dann los. Moment mal, eigentlich müsste ich jetzt eine andere Stimme machen, weil Dima ist ja Russe. Ist ja eine andere Person. Naja, wir lassen es dabei. Holy shit, man. Aber fahren hast du schon gelernt, oder? Mr. Halbglatze und Mr. Halbgesicht. Du hast ja völlig, Mann. Wie findest du denn bitte? What the fuck? Solltest du nicht möglichst unauffällig fahren für so eine Scheiße? Du bist doch ein Vollidiot und er hält die Knarre auch einfach in der Hand. Ihr seid Vollidioten, alle beide, ihr habt keine Ahnung. Halt's Maul jetzt. Dima, зажигаем EP, блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настроения, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помню, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, давай, жми на газ. Давай. Was zum Teufel machst du da? Heilige Scheiße! Also, das Wort unauffällig kennt ihr beiden Idioten aber nicht, oder? Heilige Scheiße! Naja. Wenn wir mit Profis arbeiten, dann habe ich zweimal die... Ja, warte, warte. Ich mach schon auf, keine Sorge. Erklär mir, warum der hier tot ist. Ich hat noch keine Sau geschossen. Naja. Achso, jetzt verstehe ich. Warte mal. Schlau. Na los, los, los. Und keine Zeit für Sprenzchen. Warte, ich muss ganz kurz was ändern. Habe ich denn hier zum Beispiel... Keine Ahnung. Ist ja geil. So. Und jetzt? Soll ich die jetzt abknallen? Naja, dann. Surprise. Klau mir nicht meine Deckung da aus. Hättest du dich jetzt mal vom Acker machen hier? Weißt du was? Leck mich doch am Arsch.
Na komm schon. Heilige Scheiße! Ihr Fang, das schenke ich euch und du kriegst auch ein Exemplar. Aufs Haus. Hallo Wichser. Was? Was? Bitch, please, ich habe F gedrückt. Scheiße! Oh, Mann! Natürlich, die ganze Scheiße nochmal. Naja. Naja, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wie immer, Yippie, meine Schweinebacken, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Bruce Willis, aka Sanjay, Yippie. Bis dann und haut rein. Yippie, meine Schweinebacken.